Warnung! Dieses Video enthält Spurenelemente von Ironie und Sarkasmus. Wer keinen Spaß versteht, sollte sich schleunigst von diesem Video und meinem Kanal entfernen. Hey, Popel am Finger. Yo Leute, was geht ab? Ich bin wieder Maslak, euer bester Freund. Ich durchstöber mal wieder mir nichts, dir nichts, die Trends. Auf Platz 31 sehe ich wieder ein ASMR-Video. Ich sehe, diesmal ist es diese ASMR Janina. Ich habe die, glaube ich, schon mal beim Oxcat und beim lieben Marco Manka gesehen in deren Videos. Hier nochmal viele Grüße raus an die beiden Jungs. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, komm, mache ich mal auf ihren Nacken ein paar Klicks. Leute, wenn euch dieses ASMR bockt, wenn euch das Spaß macht, so wenn es euch beruhigt, dann guckt euch das weiter an. Ich will hier einfach nur meine Meinung sagen und mich juckt das Ganze gar nicht. Also mich triggert das schon, aber ins Negative, in die Aggressivität. Also wenn ich diese Geräusche da höre, dieses Provokante oder mir Sachen reinziehen muss von wegen, ja, ich mach das hier alles für euch, damit ihr gut schlafen könnt. So halt deine Fresse, genauso wie ich machst du das nur für die Klicks, genauso wie ich machst du das nur fürs Pader und du brauchst mich nicht anzulügen. Nee, man verdient damit nicht so viel Geld, wie ist das? Halt dein Maul. Auf jeden Fall wieder viel zu langes Intro. Ich fange direkt an, ziehe mir ein paar Szenen davon rein und werde darauf reagieren. Viel Spaß beim Video. Und wie sie es uns so schön empfohlen hat, lieber mit Kopfhörer reinziehen. Vielleicht wirkt es ja diesmal bei mir, ich weiß es nicht. 54, 74, 90, 2010, stimmen wir alle ein. Mit der Tasse in der Hand und der Leidenschaft zu ASMR werden wir Weltmeister sein. Hey, du, 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 du. Schmecke am Finger. Hey, Popel am Finger. Schmecke am Finger. Und nochmal für alle, die dieses Video anstößig finden, die denken, ey, was bist du für ein ekelhafter Neandertaler, was bist du für ein Berggorilla, was bist du für ein widerlicher Mensch. Leute, das ist einfach nur Humor, das ist Spaß, das ist meine Art und Weise von Humor. Wenn es euch nicht gefällt, wenn es euch zu schwarz ist, wenn es euch zu hart ist, dann verlasst einfach bitte meinen Kanal. Ihr müsst euch dieses Video ja nicht reinziehen, ich will einfach nur meine Meinung hier kundtun. Yalla, hau rein. Nein, natürlich darf ein WM-Video nicht fehlen. Nein, wohin mit dir? Sonst würden ja die Klicks und so nicht kommen. Dann will das ganze Pader nicht fließen, ne? Auf den Nacken von der WM hier schön Klicks machen, ne? Okay. Ich schwöre mal. Ich schwöre, ich krieg Aggressionen dabei. War bei diesem Geräusch. Was ist das? Ich bin allgemein jetzt nicht so der Fußballprofi. Aber du machst Klicks auf den Nacken der WM, meine Liebe. Ich fang einfach an mit dem ersten Trigger. Okay, dann geben wir uns mal deinen ersten Trigger. Und zwar. Nein, war gar nicht laut. Hast dich auch sehr gut auf dieses Video vorbereitet, ne? Hast Greenskin im Hintergrund, aber hast dann einen grünen Becher, einen grünen Brief, ein grünes Papier. Gar nicht, nein. Bist du einfach so in den Trends. Ich verstehe nicht, wie solche Leute, die sich null auf ein Video vorbereiten, in die Trends kommen. Armer. Super glücklich, dass aktuell jetzt ja, die Weltmeisterschaft
Klicks, 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 Klicks. Geld, 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 Geld. Oh, ich bin ja was doof. Ach Quatsch, sag doch so etwas nicht. Du bist doch nicht doof. Du bist richtig schlau. So Freunde, das war's mit dem ASMR-Video. Das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, sind nur einige Ausschnitte. Sie macht da die ganze Zeit irgendwelche Töne, irgendwelche Klänge für all diejenigen, die nicht wissen, was ASMR ist. Es ist für Menschen da, die anscheinend ein psychisches Problem haben, beziehungsweise es sehr schwer haben, einzuschlafen oder sich zu entspannen. Und die haben sich gedacht, scheiß drauf, warum sollte ich Yoga machen, warum sollte ich entspannende Musik hören? Hör ich einfach irgendwelchen Leuten dabei zu, wie sie irgendwelche Töne, die sie vorher nicht getestet haben, einfach so ins Mikrofon machen, wie Fingerbewegungen und so und Schmatzen und Flüstern und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt anscheinend echt Menschen da draußen, die es beruhigt. Ich will denen jetzt auch nicht allen zu nahe treten. Wenn es euch beruhigt, gönnt euch diese Videos. Jetzt habt ihr dank mir nochmal eine Person kennengelernt oder entdeckt, diese ASMR Janina. Ich werde sie unten in der Videobeschreibung verlinken. Geht auf ihr Video drauf, genauso wie bei dieser anderen, die ich damals gemacht hatte. Die ist dann in den Trends noch weiter hochgestiegen. Gönnt denen ihr Hack, gebt denen ihre Klicks. Zieht euch das mal selbst rein. Das heißt, sammelt eure eigene Erfahrung. Vielleicht gefällt es euch sogar. Wenn ja, dann bin ich froh darüber, dass ich euch diese Person gezeigt habe. Dann könnt ihr sie natürlich auch unterstützen. Ihr könnt ihrem Video ein Like geben oder ein Dislike geben. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar darunter schreiben. Ich lasse euch komplett freien Lauf. Macht, was immer ihr wollt, wozu ihr Lust habt. Mir gefällt das nicht, deswegen mache ich mich auch darüber lustig. Ich mache mich halt nicht nur über sie lustig, sondern über die ganze Szene. Genauso wie ich mich über einen Bushido lustig mache, genauso wie ich mich über andere Sachen lustig mache. Jeder, der mich kennt, jeder, der meinen Kanal verfolgt, weiß, dass das einfach meine Art ist. Ich will niemanden fronten. Und auch hier an diese ASMR Janina. Du siehst ja nicht schlecht aus, Mädchen. Du siehst echt gut aus. Und wäre ich nicht verheiratet, dann würde ich sagen, ey, lass mal treffen. Dann kannst du mir so ein Privat-ASMR-Stunde geben. Aber so ein ekelhafter Typ bin ich nicht. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass du durch mich jetzt hier viele Klicks machen wirst. Ich gönne dir deinen Hack. Sollte dich dieses Video dennoch stören, schreib mich privat an auf Instagram, Mazdak_Nebi. Dann können wir uns einmal treffen, auf einen schönen Dinner abends, schön ins Restaurant gehen. Werde ich dich schön ausführen, Stuhl nach hinten ziehen wie ein richtiger Gentleman. Werde mich vielleicht auch sogar ein bisschen rasieren, schick machen, meine Haare pflegen, schönen Anzug anziehen. Dann können wir entspannt zusammen darüber reden. Vielleicht können wir sogar mal zusammen ein ASMR-Projekt starten. Du weißt, ich habe auch gute ASMR-Töne am Start. Nichtsdestotrotz, meine lieben Freunde, hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und an all diejenigen, die noch immer trauern wegen gestern, Marokko hat unverdient verloren, Iran hat unverdient verloren. Freunde, ganz egal, wie schwer das Leben auch sein sollte, ganz egal, wie viele Hürden sich euch noch in den Weg stellen sollten, bleibt immer sauber, bleibt immer real und denkt immer daran, in jedem von uns steckt ein kleiner Mazdak. Fleißig, Euro! Ficky, Ficky, 30 Euro! Volle Programm! Machen 30 Euro! Liebe, Liebe! Ficky, Ficky!